Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nisa. Jetzt spricht sie mir auch noch nach. Genau, was ich sagen wollte. Erstmal kommentiert unser Account. Unser Account, das ist mein YouTube. Ja, dein halt Account, dann Glocke aktivieren und den Daumen halt. Hoch oder runter? Runter. Go bitch, go bitch, go best. Okay, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Heute habe ich einen Special Guest und zwar die liebe Nisa. Ich habe sie so lieb. Und zwar wird es heute ein ganz besonderes Video. Ich rieche gut. Ja. Oh. Danke. Okay, du kannst weiterreden. Wir werden jetzt zum Müller fahren. Ja. Und sie darf, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, 3 Minuten. Ich weiß, warum. Ganz ruhig. Ihr wisst, was sie hier macht, ganz ruhig, ne? Weinst du? Nein, ich weine nicht. Hä, ich. Ja, ich weine, weil ich gleich Geld ausgeben muss wegen dir. Wir fahren zu Müller und sie darf 3 Minuten. Drei. Sie darf 3 Minuten in den Einkaufswagen tun. Nisa, jetzt hör mal auf zu springen. 3 Minuten in den Einkaufswagen tun, was sie will. Und das heißt, wenn sie jetzt eine Küche nimmt für 200 Euro, also eine Spielzeugküche, ein Baby für 60 Euro, ein Disc für 100, 200, 300, ich muss das zahlen. Auf jeden Fall. Genau, das heißt, wir fahren jetzt zum Müller und ich würde sagen, wir gucken mal, was Nisa schafft in 3 Minuten. Ich glaube, die wird alles... Nisa, kannst du nett sein und nicht alles reintun? Nein. Aber ich gucke auf die Preise für dich. Wirklich? Nein. Es reicht! Vielleicht kommt irgendwas, was 300 kostet. Ein Schrank für mich. Ein Schrank? Nisa, da gibt es zum Glück gar keine Schränke. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wir gehen jetzt los. Ich habe... Genau, ich würde sagen, wir gehen los. Wir nehmen euch mit. Ich habe Angst. Wie gesagt, gebt dem Video bitte. Also jetzt möchte ich wirklich einen Daumen nach oben. Ich möchte ein Abo. Ich möchte einen Kommentar. Wie viel ihr denkt... Genau, aktiviert die Glocke. Wir gehen hier in Nisas Welt. Nisa, das ist meine Welt, das ist mein Account. Kommentiert, wie viel ihr denkt, wie viel ich am Ende ausgeben muss. Also 200 Euro, 100 Euro, 50. Vielleicht ist sie ja gnädig und nett. Ich würde sagen, let's go. Ich sehe aber echt toll aus heute. Oh mein Gott, ich sehe so toll aus. Okay, auf Wiedersehen. Spaß, sieht scheiße aus, aber ist mir egal. So, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. Go, bitch, go, bitch, go, bestie. Nisa. Und sie hat jetzt gleich 3 Minuten, um sich Geschenke auszusuchen. Hallo Leute. So, wir sind jetzt im Müller. Ich habe Angst, weil hier sind viele Menschen. Und ja, wie gesagt, ich habe Angst, weil ich glaube, es ist wirklich teuer, weil ich habe gerade die Preise mir angeguckt. Hier gibt es gefühlt nichts unter 30 Euro. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, wir fangen jetzt an. Wünscht uns Glück. Und ich hoffe, dass ich überhaupt filmen kann. Und ja. Los. Oh mein Gott. Nisa, du musst... Oh Gott. Hallo. Um Gottes Willen. Nisa, nimm irgendwas. Hau rein, was du willst. Nisa, du hast daneben. Nisa, du hast daneben. Nisa, beeil dich. Um Gottes Willen, was ist das? Oh nein. Ah, okay, das geht ja noch. Schnell. Nee, schnell, 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 schnell. Nisa, ich guck noch, wie viel Zeit. Noch 2 Minuten. Oh Gott. Nein, ich habe Angst. Wer das Windel brauche ich. Wo ist Windel? Ach, hier. Die Windel. Oh Gott, Klamotten. Nee, diese Küche. Nee, brauche ich. Küche? Nee, ganz sicher nicht. Oh Gott, oh Gott. Nisa, du kannst auch nach hinten gehen oder so.
Na, andere Richtung, egal. Um Gottes Willen. Wohin gehst du? Stifte, okay. Keine Zeit mehr. Nimm einfach ganz schnell, was du willst. Liegen wir? Sortieren. Nisa Chabu. Nisa. Nisa, noch 50 Sekunden. Noch 50 Sekunden. Um Gottes Willen. Okay, sie haut einfach alles rein. Was ist das? Oh mein Gott, das ist halt echt cool. Okay, warte, ich sag dir noch, wie viel Zeit du hast, Nisa. Jetzt musst du dich echt beeilen. 26 Sekunden, Nisa. Das ist nicht viel. Also du hast wirklich keine Zeit mehr. Wenn du noch was willst, musst du dich beeilen. Na, ich glaube, ich weiß nicht, ob du da noch... Schnell, renn zum Spielzeugding. Du schaffst vielleicht noch was. Du hast noch 14 Sekunden. Lauf. Oh, lieben wir. Oh Gott, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, stopp! Nein, das darfst du jetzt nicht mehr nehmen. Oh Gott. Stopp. Okay, Nisa hat jetzt hier noch so eine Erdbeere gesehen und sie hat gesagt, die hat sie vergessen reinzutun. Deswegen habe ich jetzt ein Auge zugedrückt und sie jetzt noch mit reingelegt. Und ja, ich gehe das jetzt bezahlen. Nee, egal, komm. Go, bitch, go, bestie. Okay. Leute. Hallo nochmal. Hallo. Wir sind zu Hause. Also, ich muss sagen, ich fand's krass. Weil, Nisa, du hast gar nicht so teure Sachen genommen. Danke. Kannst du uns erklären, warum? Weil nicht, dass die Leute jetzt irgendwie denken, dass ich es dir nicht erlaubt habe. Ich habe ihr wirklich gesagt, Nisa, wenn. Darf ich das sagen, dass wir. Ja, natürlich, die wissen schon, dass wir umziehen. Ach so, ja. Ich habe es genommen, weil ich dachte, dass er dann kein Geld mehr hat für unser Haus und so. Und ich wollte nicht, dass er halt noch so, also Geld aussparen muss wegen mir. Ausgeben muss. Ja, ausgeben muss. Also zusammengefasst, sie wollte nicht, dass ich viel Geld ausgebe, weil wir jetzt umziehen und ich ja Geld brauche für den Umzug mäßig. Das ist sehr süß, weil ich glaube, andere Kinder hätten sich wahrscheinlich einfach die... Diesen 500... Roller oder so gekauft. Ja, weil da gab es auch Roller. Also wirklich, wenn sie den Roller oder wenn sie eine Küche geholt hätte, wenn sie einen Schminktisch geholt hätte, ich hätte den bezahlt. Und ich finde es krass, dass sie an sich nur so Kleinigkeiten geholt hat, aber es hat mich trotzdem... Ah, ich wollte euch ja den Preis sagen. Es hat alles 160 Euro. Oder 50. 150 oder 160, genau. Das ist ein Tagebuch. Sie tippt da ihr... Diese Musik, die da kommt, ist so nervig. Hört jetzt zu. So sieht's dann aus. Da ist so ein Wagen, da kommen so Katzen drauf. So aufhängen muss. Also so ein Spielzeug für meine Babyborn. Für sie. Windeln für ihre Babyborn. Und dann habe ich noch ein Kleid für süß. Lila steht ihr voll. Bestimmt, also dein Baby. Ja. Da ist so ein Baby. Ist das Slime drin? Hat wahrscheinlich 50 Euro gekostet. Dann habe ich so. Geldbeutel, so ein Erdbeergeldbeutel. Ein Erdbeergeldbeutel? Voll süß. Das habe ich ja am Ende ja noch geholt. Voll süß, so ein Einhorn. Nisa, so viel Geld hast du nicht mal und die bräuchte ich. Wobei, jetzt habe ich auch kein Geld mehr, ne? Das war echt cool. Da sind so Eier drin. Was hier machen wir dann? Ich muss mal den Buntstifte von Top Model. Buchstabenradiergummi nochmal. Ist die gut? Ja. Dann haben wir Stifte. So, wie viele Stifte braucht ein Mensch, aber okay. Stifte. Dann haben wir nochmal Stifte. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Mini-Mustel. So Lipgloss, oder was das ist? Komm, den probieren wir jetzt mal aus. 3,95 Euro. Das war's. Für ein Lipgloss. Was ich will machen. Das 3,95 Euro. In diesem Paket war das drin. Und ich werde jetzt den Kassenzettel mir durchlesen. So, ich möchte jetzt komplette Ruhe.
Ah, hier. Wie hat es gekostet? 9,99 €. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, redet mir nicht dazwischen, wenn ich etwas sage. Go bitch, go bitch, go best. Und, kann man das noch zurückgeben? Die 10 Euro brennen. Ich gebe alles zurück. Nein, ich gebe dich zurück. Und mich auch, dann können wir immer zusammen gucken. Nee, du hast schon verkackt, hör auf, du kannst nicht mehr. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes drehen soll. Am besten ohne Nisa, weil dann werde ich nicht arm. Auf Wiedersehen. 10 Euro. Walla, 10 Euro, Digga.